Grüß dich, Eon. Heute hier in Leinfelden-Echterdingen. Schön, dass du hier gesungen hast. Wir machen mal einen Friedensschnelltest. Was bedeutet Frieden? Was bedeutet Frieden? Hab mir gerade schon mal versucht, darüber Gedanken zu machen. Und das ist, glaube ich, eine mehrschichtige Antwort. Es gibt Frieden auf einer materiellen Ebene oder dass ich irgendwie gewaltsam nichts befürchten muss. Aber es gibt auch Frieden im Geist eben. Und Frieden ist einfach auf mehreren Ebenen. Also das ist, man kann es so per se nicht in einem Satz, glaube ich, definieren. Dafür ist das Thema halt tatsächlich zu komplex. Aber Frieden in sich zu finden ist was anderes als Frieden in der Welt zu schaffen am Ende. Aber ich glaube, es hängt auch beides irgendwie zusammen. Was sind die Ursachen für unfriedliche Lebensumstände? Ich denke, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass wir selber im Krieg mit uns selbst sind und es so dann eben auch finden im Außen und ja, dass wir es auch manifestieren. Ja, das heißt, wenn ich mit mir selber im der Krieg bin, wenn ich nicht zufrieden bin, ja, dann greife ich vielleicht jemanden an für jemanden, der vielleicht das hat, so was ich möchte, oder ich sehe etwas in einem, so was ich selber nicht bei mir sehen will. Also man sagt ja auch, man sieht so den Balken vor dem Gesicht des anderen, aber nicht den Splitter im eigenen Auge. Ich denke, dass das der hauptsächliche Grund ist. Hattest du friedliche Zeiten in deinem Leben? Selbstverständlich. Ja. Zu Hause auf der Couch ist immer friedlich. Also sollte es zumindest meistens sein. Oder beim Zocken oder was weiß ich was. Außer man spielt gerade die Weekend League bei FIFA. Da ist absoluter Krieg, ihr wisst Bescheid da draußen. Aber ja, natürlich gibt es auch mal Zeiten im Leben, da ist nicht Frieden. Ja, das ist, da ist man auch im so Krieg mit sich selbst. Und so wie ich es eben gerade auch schon mal gemeint habe. Ich meine, niemand ist da frei davon tatsächlich. Aber es ist wichtig, glaube ich, so dass durch eben auch diese Dualität, die wir dort erleben, den Frieden wahrzunehmen. Und natürlich gibt es auch friedliche Zeiten und dann ist man im Einklang mit dem Universum. Hattest du während den letzten Jahren etwas dazugelernt? Selbstverständlich, jeden Tag. Was sollen wir nun tun, um den Frieden zu erreichen? Aufbauend auf das, was ich gerade gesagt habe, es ist ja auf mehreren Schichten zu sehen, aber ich glaube, wir dürfen an uns selbst arbeiten und wir dürfen den Frieden in uns finden, damit wir eben leuchten und dass so vielleicht der Nächste fragt, ey, es ist, warum bist du heute so friedlich? Und dann kannst du es ihm sagen. Weil ich glaube, das ja, kann eine Kettenreaktion auslösen und irgendwann ist die Kette einfach geschlossen und dann ist die Welt ein friedlicher Ort. Was sind deine Wünsche für die Zukunft? Frieden? ich hoffe jetzt erstmal, dass so die vergangenen Jahre richtig aufgearbeitet werden und dass auch ja, kollektiv etwas ja, passiert, was so diese Welt ein bisschen schöner macht. Ich hoffe einfach, dass die Welt ein bisschen bewusster wird, auch im so Bezug auf die Natur. Ich war zum Beispiel neulich am Parkplatz, an einem wunderschönen Parkplatz am Chiemsee und da waren Schwäne und Enten und da waren überall Zigarettenstummeln und Papierschachteln und das darf nicht wahr sein, es war direkt neben den Mülleimern. Und ich hoffe einfach, dass die Welt ein Stück weit bewusster wird. Das ist, glaube ich, der nächste Schritt. Dann vielen Dank, Eon, für das Interview und für deinen unermüdlichen Einsatz. Sehr gerne. Peace, Leute.